würden wir nicht aus Weichfleisch bestehen mit Verderblichkeitsverfallsstempel, würden wir uns weder schnell noch mal kurz davor da hineinbegeben wollen, um uns zu reduplizieren. Denn wir könnten uns gar nicht reduplizieren. Anorganisches Material bildet, wenn sie sich organisiert, vielleicht Molekülketten oder Kristallstrukturen. Sie können tatsächlich so etwas wie der Kristallisationskeim in entsprechenden Flüssigkeiten sein, die dann regelmäßige Strukturen, Kristallgitterstrukturen, sukzessive sich auszubilden, anregt. Sie können sogar von der einen Gitterstruktur in eine andere geordnete Gitterstruktur gepresst werden, zum Beispiel von rechteckigen Kohlenstoffgittern zu dann ineinander verschachtelten Diamantgittern, wobei witzig ist, dass das eine dunkelschwarz alles Licht von der Graphitoberfläche abweist, während das andere ja eben kristallin durchsichtig wird. Aber das ist keine, diese Kristallisationsfähigkeit oder katalysatorische Kristallisationsfähigkeit ist keine Abzweigung, keine Reproduktion, keines neues Ausploppen und Abzweigen von neuen Kugelsphären in ihrer weichfleischlichen Elastizität.